Hallo und guten Abend, schöne Grüße. Wir sind wieder zurück und heute ist es ein ganz, ganz interessantes Thema: Chanukka und die Frauen. Immer gut. Etwa und Frauen, immer gut. Verkauft gut. Aber wieder, wir gehen weiter von unserem letzten Thema. Ja, was war das letzte Mal? Wer erinnert sich? Wir haben geredet über die heilige Geschichte, was enthält diese oder andere Bibel. Und wir haben gesagt, dass auf jeder christlichen Kirche gibt es eine andere Liste von heiligen Geschichten. Wir haben geredet über die Prophezeiung, warum diese Prophezeiung hat geblieben mit uns und anderen nicht. Ja? Die große Propheten, die kleine Propheten, was ist diese Definition? Groß, klein. Es ist nicht physische Kohle und nicht geistliche Deutung. Alle Propheten sind wichtig, sondern die Kapazitäten, die Text, was hat uns erreicht. Ja? Also, und wir haben gesagt, das gibt es ein interessantes Buch, der hat den Namen Judith Buch. Und er verbunden sich direkt mit Chanukka. Also wieder, in jüdische Heilige Schriften, im jüdischen Tanach, daran in der jüdischen Bibel sozusagen, dieses Buch steht nicht. Dieses Buch beim Juden bekannt als Sefer Chitzoni, als eine Apokryph. Apokryph ist ein griechischer Name, das heißt ein äußerliches Buch. Aus und drin, drin ist es ins Heilige Schriften. Ja? Wir haben gesagt Kanon, Kanonisation, ja, ein lateinischer Name. Ja? Also ich habe gesagt schon vielmal, dass die letzte Propheten, Haggai, Zechariah und Malachi, sie hatten die Kanonisation fertig gemacht. Es war ein Prozess, einige hunderte Jahre, genommen vom Ende der ersten Tempel, vom König Tempel, der König Salomon, von dem König Hiskiau und Prophet Ishaiau und bis letzte Propheten, es ist schon zweite Generation vom zweiten Tempel. Ja? Ezra und Nehemia, es ist erste Generation, der Aufbau des Tempel und die zweite Generation, Haggai, Zechariah und Malachi. Und wir haben geredet uns über die 25. Kislev, ja, viel, ja, das heißt, dass dieser Tag hat noch der erste Adam festgestellt, ja, hat 8 und 8, zweimal per 8 Tage, ja, er meinte zum Gut, zum dem Gott, und sie, die Götzendiener, Götzendienern, haben das umgelenkt zum Götzendienst, ja, und das ist genau die Weihnachten, ja, und Silvester. Ja? Ich habe gesagt, Kalender und Saturna nach der talmudischen Sprache. Aber wieder dem Tag, 25. Kislev, hat noch der erste Adam uns gelassen. Und dann, es wurden zwei Propheten, Haggai und Zechariah, die haben beide auf 24. Kislev die Prophezeiungen bekommen. Am nächsten Tag, es wurde auch gesprochen, nächster Tag wurde definiert als den Tag, wo die Gotteshaus wurde gegründet, der zweite Tempel. Also der Aufbau, die Gott eiligt, Gotteshaus anbauen. Wieder. Ja? Das war unser letzter Unterricht, erinnern Sie? Methodisch, die Lehrer soll etwa erinnern, erste Minute von letzter Unterricht verbinden in den Kopf. Das ist eine klassische. Okay, gut. Also jetzt, wir sind in dem Thema Frauen und Chanukka. Und dann können wir viel, viel verstanden. Okay, die erste Frage, die Talmud fragt, im Band Shabbat, Seite 23, Liste 2, ob die Frauen verpflichten, die Chanukka Kerzen anzuzünden. Was sagen Sie, was denken Sie? Ja, nein, vielleicht? Ja. Ja, eine Meinung, ja, gut. Keine Meinung, nein? Okay, ich erkläre die Frage von dem Tal. Die grundsätzliche Regelung heißt, dass die alle Gebote, die sind Konsequenz von Zeiten, die Frauen sind frei zu erfüllen. Das heißt nämlich, wenn sie wollen, das erfüllen sie, wenn sie wollen, erfüllen sie nicht.
Und natürlich die Chanukka und Kerzenchanukka ist Konsequenz von der Zeit. Gibt es keinen Chanukka im Sommer? Gibt es keinen Chanukka, weiß nicht was, am Frühling? Nur gewisse Zeiten. Ja, am Ende Kislev, 25 Kislev und weiter, 8 Tage. Also das ist klassische Zeit, ja, Verbundung. Also Talmud begrenzt das, außer Shabbat, Kerzen. Natürlich, deine Pflicht von jüdischer Frau und auch nachhittische Frau bei uns, auch Kerzen anzünden, jede Freitag. Also Shabbat ist es nicht in der Rechnung. Aber prinzipiell, die Frauen sind frei. Die klassische Beispiel ist das Gebet. Das heißt, die jüdischen Männer verpflichten sich zum Beten. Verpflichten sich. Kein Freiticket. 3-mal per Tag. willst du nicht? Egal. Niemand fragt dich. Du sollst. Punkt. Ich. Okay? Ich muss. Und es ist egal, was ist schwach, was ist, weiß nicht was. Ich habe nicht geschlafen, nicht gegessen. Du sollst. Punkt. Ja, weil die Männer. Aber die Frauen, sie sind frei, weil es ist eine Konsequenz von Zeit. Weil jüdische Gebeten sind verbunden mit den Zeiten, das kennen wir. Ja? Jede 3 Gebete, Morgensgebet, Schacharit, Nachmittagsgebet, Mincha, Abendsgebet, Maariv, die sind in gewisse Zeiten passieren. Ja? Ich habe schon erzählt, das ist verbunden mit dem heiligen Opfern im Tempel in Jerusalem. Ja? Genau in gewissen Zeiten wurden gewisse Opfern durchgesetzt. Okay. Andere Idee, auch richtig, die jede von 3 jüdischen Vorvätern, Abraham, Isaac, Jakob, hat ein Gebet festgestellt. Abraham, Morgensgebet, Isaac, Nachmittagsgebet und Jakob, Abendsgebet. Das steht übrigens im Torah, kann man das sehen. Ja? Aber wieder, die Pflicht begriff nur über die Männer, nicht über die Frauen. Ja? Und deswegen, die Talmud fragt, ob die Frau muss Chanukka-Kerzen zünden. Jetzt verstehen Sie bitte die Frage. Die Frau, die mit zwar das Gebot, die Konsequenz von Zeit, muss. Es ist schon gewiss wie der Spruch. Und die Antwort, das Antwort ist ja, Eva hat recht. Mhm. Die Frauen sind auch, ja, muss die Kerze anzünden. Und wieso? Ich habe da immer gesagt, die Frau definitiv, sicherlich zündet die Chanukka-Kerzen. Der Rabbi Yoshua ben Levi, wie die Rabbi Yoshua ben Levi hat gesagt, Nashim Mechavot Bener Chanukka, auf Shema Yubot Ones. Die Frauen verpflichten in Chanukka-Kerzen, weil sie wurden auch in diese Wunder. Ende des Zitats. Also, die Frauen waren diese Wunder. Welche Wunder? Wunder Chanukka? Wir haben schon das diskutieren, welche Wunder es gemeint, ob die Krieg, Sieg, ob diese Öl, Wunder und die Antwort, alles zusammen. Das ist eine kollektive Name, Chanukka-Wunder. Okay, es ist schon Chanukka gelernt. Gut. Und Rashi, die wichtigste jüdische Kommentator, ja, von Frankreich und Deutschland. Ja, er hat seine manche Leben in Worms und Mainz verbringt. Ja. Ich war Rabbiner in Worms, gewisse Zeit in Mainz auch. Also dort gibt es ein Rashi-Museum. Die Leute denken, sein Haus. Er hat unterrichtet dort, hat nicht gelernt. Ja, aber er war in Frankreich geboren und verstorben, aber die seine manche Zeit hat in Deutschland verbracht. Dann in Kielotschum, ja, in Rheinland-Pfalz. Gut, also Rashi kommentiert auf dieser Stelle im Talmud, dass die Meinung von Talmud nicht, was kann man einfach verstehen, dass sie waren dabei mit den Männern, mit dieser Zeit. Ja, also die Männer wurden durch die Zeit Chanukka, Wunder, ja, und Erlösung. Sieg, alles gut. Aber Rashi schreibt weiter, es ist nicht eine
passive Aktivität. Das heißt, die Frauen waren einfach da an dieser Zeit. Und es ist klar, unsere Gesellschaft, jede Gesellschaft hat Männer und Frauen. Ja. Außer die solche Sekten wie Jesseim von Ende Zweiter Tempel. Ein bisschen vor Christentum. Kennen Sie? Ja, genau. Das war ein nicht gutes Beispiel für eine Gesellschaft ohne Frauen. Ja, das heißt, diese Sekten, sie wurden immer nur eine Generation existiert, weil keine Frauen, keine Kinder. Ja, sie hatten sich Messias, jetzt auf diese Generation, seine Generation erwartet. Also sollte man von alles entfernt sich, sie waren auch Kibbutz, kein privates Eigentum. Und wenn jemand wollte zu dieser Sekte ein Mitglied bewerben, ja, und geworden, dann sollte er von Frau trennen sich. Trennung, Scheidung. Also, ja, es ist so. Wie heißt die Sekte nochmal? Jesseim, kennen Sie? Essener. Wir sagen Essener. Ja, ja. Auf Deutsch. Ja, ja, also, das ist die sogenannte Dead Sea Scrolls, diese Rollen von Yamamelech. Ja, ja. Das heißt, das habe ich gesagt, dass bei diesen Sekten es wurde mehr von 150 Psalmen, 222 Psalmen. Ich habe beantwortet diese Frage. Sie hatten mehr Kapitals von Ishayahu, der Prophet und so weiter. Also genau, ich habe beantwortet, ja, dass vermutlich, es kann sein, dass wir mehr Texten, das ist es nicht unnötig und wichtig für uns, für unsere Ewigkeit, ja, für unsere Generation. Also, und natürlich, diese Sekte hat sehr, sehr stark die Christentum geprägt. Ja, das ist bekannt, ja, das kennen Sie. Mhm. Und deswegen, das christliche Ideal, Mönch und wie sagt man, Femininum? Nonne. Ja, also das ist das Ideal. Also die Evangelium sagt, wenn du hast keine Kraft, na gut, dann sollst du verheiraten, aber wenn du hast Kraft, du sollst nicht. Das ist Ideal. Was für ein Ideal? Dann wäre das Ideal, genau wie diese Sekte, auch die ganze Menschheit mit einer Generation ist kaputt. Ja, also und wieder, es ist eine Ausnahme. Solche Sekten, sie sind definitiv eine Ausnahme. Genau am kritischen Zeiten, wo gibt es immer Krise, Revolutionen, Kriege, ja, Hunger, solche, ja, ganz, ganz starke Krise. Und dann kommen charismatische Führer, die sagen, kommen Sie dabei. Ich weiß, ich bin oder Messias oder Vize-Messias, ja. Und wir machen solche, ja, geschlossene Gesellschaft und sogar ohne Frauen. Also Rashi wieder sagt, natürlich, wir sind gemixt, ja, unsere Gesellschaft, jede normale Gesellschaft, ja. Sogar Taliban, ja, sie haben Frauen, okay, sie begrenzen die Frauen, sie sagen nicht, die Frauen investieren nicht, ja. Sie sind in Gesellschaft, auf niedrige Stufe, aber doch. Im Kurz, Rashi sagt etwas anderes, dass nicht, dass die Frauen waren passiv mit den Männern, jüdische Männer dann in Zeiten Chanukka, sondern sie hatten aktiv mitgemischt sich in den Krieg mit Griechen. Also wieder, Rashi nimmt die Linie, dass Wunder ist, Sieg im Krieg. Okay, das sind die Klammern. Ja? Also wir haben das gesprochen viel. Ja? Und Nes Nasal Yadam und das ein Wunder wurde durch die Frauen geschuft. Und Rashi schreibt, dass die Griechen hatten ein Dekret gemacht, dass jede Jungfrau, die soll heiraten, erstens kommt zum eine Gouverneur, eine Herr der Regierung und soll erstens mit ihm schlafen. Kennen Sie diese Geschichten? Das heißt,
direkt erste Nacht sozusagen, ja? Ius prima nocte heißt sich das auf. Auf Lateinisch. Also auf Latein, das, ja. Das, das heißt, dass die erste Recht ob die junge Frau gehört nicht zum zukünftigen Mann, sondern zum ein starker Regierungsmann. Also das haben genau die Griechen ein solches Dekret auch gemacht dann im zweiten Chanukka. Und durch die eine Frau wurde eine Wunder geschuft. Ende der Zitat, das ist die Rasche. Also Rasche, was ist wichtig? Er schreibt, dass diese Dekret, ja, dieses Gesetz, wir haben gesagt, wir haben sehr, sehr wenig Quellen über die Chanukka, ja. Und ich habe gesagt, wir vertrauen nicht völlig die Makkabäer-Bücher, ja. Dritte und vierte Buch überhaupt nicht, ja. Ein bisschen erste und zweite Buch, ja, der römisch, erste und eins und zwei, ja. Aber auch nicht so viel. Also, und jetzt Rashi bringt eine Idee, eine Info, eine traurige Info, was war geschah genau im Chanukka-Zeiten mit diesen Griechen. Also die erste Nacht recht. Und weiter, weiter die Tosfot, die andere Kommentar von Talmud, erklärt weiter die rasche Linie. Tosfot, es ist nicht ein Rabbiner, es ist hunderte Rabbiner, es ist ein kollektives Werk. Dabei wurden auch die Kinder, Enkelkinder von Rashi persönlich, aber nicht nur, die manche wurden auch Frankreich, auch von Deutschland, Rabbeinu Tam, die berühmte Rabbiner, er war Rabbiner im Speyer. Ja, er ist eine sehr, sehr wichtige Person, der hat definiert diese Tosfot. Also gibt es eine Talmudliste, von einer Seite Rashi, Spalte Kommentar und von anderen diese Tosfot, das ist ein kollektives Werk, wurde 200-300 Jahre für diesen Kommentar genommen. Also die Tosfot schreiben, dass die Wunder wurde durch eine Frau, die heißt Judith, gemacht. Also die Tosfot nennen die Namen von der Frau. Ja? Also Rashi schreibt allgemein, Frauen waren aktiv, und durch eine Frau es wurde eine Wunder geschuft. Das wird gehen weiter sagen, Judith. Also, jetzt, wir treffen viele Versionen von diesem Buch Judith. Wie steht es bei Juden und wie steht es beim Christen? Gut? Mhm. Also, es ist nicht Lehrstunde über die christliche Bibel, aber über diese Geschichte. Was ist genau diese Judith und was dort ist es geschafft? Okay, erste Quelle, das ist vom Buch Kolbe, es ist eine frühere Mittelalter, das heißt 13. Jahrhundert rund, vielleicht 12. Jahrhundert. Also das, die Buch Kolbe schreibt folgendes. Kolbe ist ein halachisches Buch, der schreibt, was macht man nichts. Eine frühe Version von Shulchan Aruch, aber es ist nicht nur trockene Halacha, trockene Gesetz, macht man nicht. Gibt es viele Farbe dort, sozusagen, also viele in Deklamen, große Absätze, die er bringt, sehr, sehr farbige Geschichten. Und das ist die eine, über die Judith-Buch. Also, wie gesagt, die Frauen verpflichten auch Chanukka, Kerzen zünden, auch parallel zu Männern. Erklärung, dass die Feinde, die Griechen, wollten alles zerstören und verlieren. Das, die Männer, die Frauen und die Babys. Das ist seine Sprache. Ja, das ist seine Definierung. Alles zerstören und verlieren. Er meint physische, auf physischem Niveau alle Juden vernichten. Und gibt es die Kommentare, der Buch schreibt, die sagen, dass durch die eine Frau wurde eine große Wunder geschuft und ihr Name ist Judith. Und es steht im Agada, wir kennen nicht auf welche Agada, okay, das heißt, dieser Text hat uns nicht erreicht, dass sie war
die Tochter von Kohen Gadol, die Hohe Priester, Yochanan Kohen Gadol, Yochanan. Yochanan Hohe Priester. Okay, dann ist schon eine Quelle und wieder eine Regelung. Auf jeden Fall, dass wir betroffen im Talmud und die andere talmudische gleichbare Literatur, die Namen, die Leute-Namen, die geografischen Namen, die Könige-Namen, das heißt, die Geschichte ist wahr und hat passiert. Ja? Wenn es ist eine allgemeine Geschichte, jemand hat gefragt, jemand, ja? Das kann sein, ist eine Metapher oder hat passiert mehrmals. Und dann, von uns ist es egal, wer war genau, ja? Wer hat gefragt, wen. Aber wenn es stehen die Namen, das ist klarer Hinweis, die Geschichte ist keine Metapher, es ist eine echte und historische Geschichte. Also, das war eine Frau, und mit Namen Judith, die Tochter von Yochanan, Hohepriester, und sie war sehr, sehr schön. Muss man verstehen, das Hebräische ist sehr, sehr lakonische Sprache und es steht eine schöne Frau, sehr schöne Frau. Wenn es steht doppelt, sehr, sehr schöne Frau, das ist ganz ausnehmliche Titel. Das heißt, sie war ausgezeichnet schon. Ja? Was steht über die schöne Frauen in Torah oder Tanach? Die Leute sind überzeugt, dass Esther, die Königin von Purim, sie war die schönste Frau, ja, von allen jüdischen Frauen, weil es steht, sie war schon, richtig? Die Esther, die Königin, die Frau von Achashverosh. Aber es steht auf Hebräisch, Tovat Mareva, Tovat Tor, sie war gut mit Gesicht und mit dem Kopf. Tova, gut. Mhm. Zum Beispiel, zum Vergleichen, Rachel, die Frau von Jakob, steht bessere Definition. Jafat Tor war Jafat Mare. Sie war schon ins Gesicht und mit dem Kopf. Also gut und schon, schon ist es höher. Die gleiche über die Josef, weil er war der Sohn von Rachel. Josef war Jafet Tor und Jafet Mare. Josef war schon mit Gesicht und mit Kopf. Logisch, er ist Sohn von seiner Mutter. Ja? Wieso, dass im Christentum Josef ist bekannt als Josef der Schöne. Kennen Sie die Definition? Schöne Josef? Nein. Es ist manche im christlich-pravoslawischen Kirche, orthodox. Ah, ja. Das ist eine Definition. Josef ist schon ein schöner Mensch. Ah, wunderbar. Bei uns, beim Juden, Josef ist ein Zadik, ein Gerechter. Josef ein Zadik, Josef der Gerechte. Beim ostlichen Christen, Josef der Schöne. Was ist wichtig? Also das ist nur ein Unterschied über die, was ist wichtig, was ist unwichtig. Okay, also was wollte ich wieder zurück sagen? Ja, dass diese Definition, Jafat Tor Meod Meod, sehr, sehr schön, es ist auch eine direkte, nicht Hinweis, direkte Aussage, sie war ausgezeichnet schon. Diese Judith, die Tochter von Hohepriester. Und die König der Griechen wollte mit sie schlafen. Okay. König der Griechen muss man verstehen, wir reden über die Antioch der Vierte. Ja? Antiochus der Vierte. Das heißt, die Alexander der Große hat schon verstorben. Sein Königtum hat gespaltet zum Drei. Ja? Geografisch. Europa, Afrika und Asien. Wo wurde die Judäa? Zum welchen Teil wurde gehört Judäa? Irgendwo zwischen Afrika und Asien, dazwischen drin. Genau. Also aufgeteilt. Am Anfang, genau.
ist Judäa wurde zum Afrika gehören, zum Ägypten. Die Ptolemäen. Ne? Das heißt, Ptolemäus war ein General vom Alexander der Große. Das ist der Name. Und Ptolemäus hat diese sehr berühmte Enkelin, die heißt Kleopatra. Ja? Sie ist direkt seine Enkelin. Ja, okay, das ist schon eine andere Geschichte. Also Kleopatra war in der Zeit von Herodes gekommen. Also es ist ein bisschen, es passiert noch später. Herodes war nach dem Chanukka. Okay. Also, aber die Probleme wurde geschafft, weil als die Judäa wurde von afrikanischen Teil zum asiatischen übergenommen. Und Chanukka passiert, als Judäa gehört zum Damaskus, zum asiatischen Teil. Und dort, dieser Epiphanus, er war verrückt, ja, Epiphanus der Vierte. Ja. Deswegen war die Problem. Ptolemäen, die Dynastie war auch nicht leicht und nicht einfach, aber doch, Juden konnten koexistieren, sozusagen, damit. Ja. Zum dessen Zeit gehört die Septuaginta, die Übersetzung der 70er, ja, 70er jüdische Weise. Das ist die Ptolemäen. Also sie hatten mindestens interessieren sich da und dort im jüdischen Heilige Schriften, ja, jüdische Torah. Also, dass diese König, die Griechen, die Meinung ist über sogenannte Selevken oder griechisch Syrien. Ja, also sie waren tatsächlich nicht griechisch als eine Bevölkerung, sondern sie waren Syrien, die hatten heutzutage Syrien gewohnt und gelebt, aber natürlich die griechische Religion, griechische Kultur, alles griechisch. Also, dass die König von asiatischen, griechischen Königtum wollte mit dieser Judith schlafen. Und sie hat gekocht eine milchige Gericht mit Käse. Die Meinung von der meilige Käse, talmudische Käse, ist, sagen wir heutzutage etwa ähnlich bulgarische Käse mit Salz, kennen Sie? Mhm. Oder Feta, griechische. Mhm. Also es ist nicht Camembert, französische Käse, oder nicht holländische Käse, ja, das ist diese Scheibe. Das ist die weiche, aber salzige Käse. Das ist die Meinung. Also muss man unbedingt trinken nach dieser Käse. Verstehen Sie? Das ist die Käse von Talmud, von dieser Geschichte. Also, sie hat eine milchige Gericht vorbereitet mit Käse und er war ganz durstig, wollte trinken. Was hat man dann getrunken als Wasser, als Coca-Cola? Wein. Was? Wein. Richtig, weil dann es wurde keine leichte Getränke. Bei uns, heute ist es Vielfalt, Gott sei Dank, gibt es verschiedene Abteilungen. Ja? Also alkoholische Getränke, spirituöse, bla bla bla, bla und gibt es leichte Getränke. Dann, alles war Wein, nicht leichte Getränke, sondern, ich habe schon gesagt, sollte man die Wein mit Wasser zusammenmischen und dann abhängig von die prozentuelle Teile von Wein und Wasser, dann bekommst du leichte Getränke sozusagen. Das heißt, es war auch, seine Wasser war, sagen wir, Wein 3, 5, 7% Alkohol, ja? Okay, nicht 40%, nicht 80%, aber doch, es war Wein mit Wasser. Also farbige Wasser, der ein bisschen doch war ein bisschen Wein, weil sie hatten keine andere. Ja? Das heißt, Wasser war ganz, ganz schnell kaputt gegangen im heißen Territorium. Ja? Wein ein bisschen mehr Kälzer, ja, und der Kühlschrank auch nicht eine Woche, ja, aber doch 2, 3 Tage, ja, und der Kühlschrank. Also,
milchige Gericht mit sulzige Käse und er war durstig, wollte trinken egal was, aber sagen wir es eine leichte Wein, ja, leicht alkoholisierte Wein oder wie sagt man Damenwein, ja, das gibt's die Männerwein oder die Männerwodka, das ist eine leicht alkoholisierte, ja, Damenwein. Also hat viel getrunken und wurde, ja, getrunken geworden und gelegen und geschlafen. Als hat sie gesehen, Judith, dass dieser König der Griechen aus Damaskus hat liegen und geschlafen, hat sie seine Schwert genommen und seinen Kopf, ja, geschneidet und seinen Kopf hat nach Jerusalem mitgebracht, Judith. Als die Armee von Griechen haben befunden, dass seinem Held, die König, es wurde entkopft, ja, dann hatten sie vermutlich, so ist meine Brüder, eine gewisse Panik und haben sich zurückgegangen. Das heißt, von Jerusalem, sie gehen zurück. Also beendet das Buch Kolbo. Das ist die Tradition. Am Chanukka machen milchige Gericht mit Käse. Wunderbare Ende. Wie gesagt, eine rein halachische Einfang und dann ganz kulinarische Ende. Ja? Das ist so gesagt farbige Buch. Das heißt, er vermischt mit halachischen Momenten und Traditionen, Agadot, Geschichten und sogar, was isst man und wie. Okay. Also, Shulchan Aruch hat dieses Buch ernst genommen. Shulchan Aruch, die jüdische Halacha, jüdische Gesetz, er hat viele, viele wichtige Bücher zusammen genommen und sagt, okay, wir gehen nach dieser Linie oder andere Linie, also Maimonides, noch verschiedene Kodifikatoren, ja, also dieses Buch Kolbe auch wichtige Buch von halachischer Sicht, ja, und deswegen er nimmt die halachische Punkt und Shulchan Aruch schreibt, dass Yeshomrim und gibt's die Meinung immer, als Shulchan Aruch schreibt, gibt's die Meinung, das ist ein wichtiger Punkt, er zitiert nicht wer sagt so, wir wissen Kolbe, dieses Buch, also kann man sagen, ich mache anders. Ich habe eine Tradition. Also es ist quasi ein sehr, sehr rabbinischer Weg, zum Aufmerksamkeit einen Punkt mitbringen und gleichzeitig begrenzen diese. Ja? Jemand macht man so, jemand macht anders. Also gibt es die Meinung, am Chanukka milchig und Käse essen. Nach der Geschichte Jede Wunder wurde durch die milchige Essen dem Judith über den Feind geschafft. Also das ist der kurze Satz, den Shulchan Aruch sagt, wieder, die einfach ist kulinarisch, aber die Ende ist rein halachisch, ganz umgekehrt. Ja? Also gibt es die Meinung, essen milchig und Käse. Kennen Sie, was machen die Juden milchig am Chanukka? Latkes nicht. Genau, ja, Latkes. Genau. Ach, Latkes genau. Ist mit Käse. Genau, Latkes ist es milchig. Latkes ist auf Milch. Erstens ist es auf Öl. Mhm. Dem Ölwunder. Aber Latkes ist es immer milchig. Es ist nicht neutral, nicht Fleisch. Es ist immer milchig. Das ist die eine, also Latkes, das ist die sephardische Essen. Aber wir sind die europäischen Juden, die Ashkenazim, ja, wir machen Blinches, kennen Sie, was ist Blinches? Es ist auch ein Teig und dazwischen ist es weiche Käse. Mhm. Aber nicht sulzige, einfache Käse. Ganz
Wir sagen in Israel Cottage. Kennen Sie Cottage? Es ist Weichkäse, nicht so lustig, einfach weicher Käse, ganz, ganz weiß. Also nicht Gel, ja, nicht Camembert, nicht holländischer Käse, die Mozzarella, sagen wir. Ja, mhm. Ja, also nicht genau, aber also, und dann mit diesem Teig. Ja, das ist Blinches, das ist die unsere Tradition, das kenne ich. Also das ist die Konsequenz. Kulinarische Konsequenz. Okay, es ist in Ordnung, es ist egal. Okay, also, das ist die erste Quelle über die Judith-Buch. Also, die erste Version im Kurz, Judith, die Tochter von Kohen Gadol, Hohepriester, mit Namen Yohanan. Okay, Talmud erwähnt, das war genau dieses Gesetz, die erste Nacht recht. Ja, es steht im Talmud, mit zwei Plätzen, auch babylonische, auch jerusalemische Talmud. Also, und das ist auch die Quelle. Das ist auch wichtige Quelle. Das heißt, es ist eine Vorgründe, eine Hintergrund für die Rebellion, für die Chanukka, für die Chanukka-Krieg, diese erste Nacht recht. Und wieder diese Gesundheit. Diese erste Nacht recht, wieder steht nicht in unsere Gebete, weil das ist kein gutes Thema, ja, sozusagen. Okay, jetzt eine andere Version von Uzara Midrashim Eisenstein. Normalerweise wir haben drei, vier große Midrash-Bücher, also Midrash Rabba, Midrash Agadol, die große Midrash Ilkut Shimon, Tanhuma. Das ist die vierte. Gibt es noch eine fünfte? Es ist sehr, sehr interessante Sammlung. Jemand aus Deutschland, der war in Polen, in Deutschland im 19. Jahrhundert, hat viele, viele seltene Midrashim gesammelt und hat das am Anfang 20. Jahrhundert ausgedruckt. Ich weiß, es gibt eine deutsche Übersetzung von diesem Buch. Ich denke sogar, er wurde gleichzeitig mit Hebräisch und ins Deutsch herausgegeben. Also das heißt Ozar Midrashim Eisenstein. Suchen Sie Midrash Eisenstein, das finden Sie. Also er schreibt über die Chanukka, Seite 192. Tanur Rabbanan haben unsere Weisen gelernt. Das ganz talmudische Formulierung. Die Zeit, die griechische böse, wichtige Könige. Sie haben ein Gesetz auf Israel, Volk, gelassen, dass jeder, der hat Schlüssel bei ihm zu Hause, muss prägen auf diese Schlüssel, dass gibt's kein Gott Israel. Was meinen die Schlüssel? Nicht unsere Schlüssel. Kennen Sie die große äußerliche Schlüssel, die hängen sich? Wenn wir haben ein Lager von Gersten, Weizen, egal, ja, dann muss man das beschlossen. Ja, also die große Schlüssel und etwa metallische, das hängt auf dem Tür. Nicht installiert in die Tür, das ist moderne Systeme, aber dann dieses alte Gerät. Los. Verstehen Sie, was ich meine? Welche Art Schlüssel? Also, wir reden über diese Art. Ja? 2000 Jahre vor, sogar mehr. Also die Griechen hatten ein Gesetz gemacht, dass auf diese Schlüssel, das heißt, jeder hat dann eine solche Gerät zum seinem Haus, klar, ja. Heute wir haben viele, viele Schlüssel, ja, von dieser Tür, von dieser Tür, von Auto, von da, dort. Dann war ganz wenige Schlüssel. Normalerweise zwei. Eine von dem Haus, von diesem Gerät und was für was zweiter Schlüssel? Eine Kiste mit Schatz, ja. Kennen Sie? Das war normalerweise nur zwei Schlüssel bei den Leuten. Nicht so viel wie heute. Die müssen Leute gehen mit 10, 20. Das ist ganz gewöhnlich, ja. Also, die Griechen
Ich habe postuliert, das muss man schreiben. Das gibt es kein Gottesels oder noch andere Version. Gibt es ein, ich habe keinen Teil im Gott Israel. Das heißt, gibt es keine nächste Welt, also kein jüdischer Glaube. Im Kurz, es ist ein Dekret zum Gott Israel und jüdischen Glauben nicht beleidigen, also annullieren sozusagen, ja. Also das heißt, ich bin ein Atheist, Agnostik, ja. Das ist die Meinung der Griechen. Okay, nun was haben die Juden gemacht? Haben sie das gemacht? Nein. Midrash sagt, gleich haben die Israel, die Volk Israel, gegangen und haben sie alle diese Schlüssel, diese große Gerät rausgeschmissen. Gibt's kein, ich habe keinen Schlüssel, weil die Dekret war, jeder, der hat Schlüssel, jeder hatte. Ja? Aber sie hatten einen Kibbutz gemacht. Waren sie mal im Kibbutz? Ja. Dort, Leute, die Türe geschlossen nicht. Kennen Sie? Ja, ist alles offen. Na klar. Kennen Sie das im Provinz, in Amerika, die Leute, das, die Auto schließt man nicht? Ich kenne das. Mhm. Nicht in New York, nicht in der Downtown, die Zentrum der Städte, aber ganz im Vororte. Ich war mal, wo mein Bruder lebt, eine große Stadt, über Millionen Einwohner, aber doch, mein Bruder und die Synagoge war ganz, ganz im Vorort. Und ich habe mit meiner Frau zurück von der Synagoge gehen, sitzen, und plötzlich das Auto, das Schlüssel passt nicht zum Auto. Das verstehe ich, ich habe auf falsche Auto ins gegangen. Weil die Autos sind alle offen. Mhm. Mein Auto war das gleiche Auto, die gleiche Farbe, gleiche Modell. Ja? Ich habe auf falsche Auto gesessen und natürlich, das Schlüssel passt nicht. Aber die Idee, dass alles ist offen, verstehen Sie? Es mhm. ist ganz, ganz bekannt im Kibbutzim. Im Dorfumgebung sozusagen, nicht in Mitte der Zivilisation, nicht in Paris, nicht in New York, ja? Aber im Kibbutzim, im Dörfe, im amerikanischen Provinz, es ist ganz, ganz gewohnt. Verstehen Sie? Also kann man leben ohne die Türe geschlossen? Kann man. Wir sind einfach ungewöhnlich. Ja? Aber gibt es solche Realität? Hallo, guten Abend, Natalia. Hallo, hallo. Hallo. Ja. Also, das haben genau, wir reden über die Frauen in Chanukka. Ganz, ganz feministischer Unterricht. Nicht genau, nicht genau. Wir reden über die Griechen, dass sie hatten, wie heißt das auf Lateinisch, diese Dekret? Jus prima nocte. Das Gesetz der ersten Nacht. Gesetz der ersten Nacht, ja, dass die zukünftige Braut sollte mit nicht dem eigenen Mann, sondern mit anderen schlafen. Ja. Also dass die Juden haben diese griechische Dekret abgelehnt. Ja. Es haben die haben Hochmes, ja, etwa jüdisch getan und rausgeschmissen diese Geräte, die Schlüssel. Gut. Dann wurden die Zeit gegangen, dann wurden die Griechen diese erste Nacht, wie gesagt, erste Nacht Dekret, erste Nacht Dekret aufgeschrieben. Also die Frau soll erste Nacht mit einem Hegemon, eine hochständige Funktion oder kirchlich oder administrativ geschlafen und nur da und dann sie kommt zum eigenen Mann. Und haben die dann verstanden zum diese Dekret? Mhm. Ja. Ja? Sie waren nicht damit einverstanden, natürlich nicht. Sie waren ja. Midrash sagt, und diese Dinge wurde 3 Jahre und 8 Monate gehalten. Boah.
Schrecklich. Schrecklich. Ich bin einverstanden mit Sie, Frau Enkel. Ja? Ja. Wir sind beobachten, dass die Juden wurden auf keinen Fall zum ersten Nachtrecht einverstanden. Und da sagt nein, es war. Es war. Ja, 3 Jahre und 8 Monate. Bis die Hochzeit von der Tochter von Johannan, Hohepriester. Also die gleiche Name, Johannan, Kohen Gadol, Johannan, der Hohepriester. Okay, aber sie ist nicht Judith, passen Sie auf. Sie ist nicht Judith. Nach erster Geschichte, sie ist Judith. Nach dieser Geschichte nicht, noch nicht. Mhm. Also, sie soll verheiraten sich. Das heißt, erste Nacht, sie soll mit diesem Hegemon, jemand schlafen. Okay, und sie hat auf eine Zeremonie gekleidet, zum dem Palast, zum diesem Hegemon wurden, befinden sich, und sie hat seine Haare entdeckt und seine Kleidung zerrissen. Und hat nackt gestanden vor dem ganzen Volk. Gleich Juda, das ist Juda de Maccabe, das ist die Meinung. Juda de Maccabe und seine Brüder waren ganz, ganz geärgert und wollten sie töten. Ja, das ist eine Schande. Ja. Und sie sagte zu ihm, zu dem Maccabe und alle, sie wollten mich töten, als ich nackt stehe vor dem ganzen Volk, aber stört euch nicht, dass ich soll mit einer unreinen, nicht jüdischen Hegemon schlafen. Es steht sogar Arel, nicht beschnittene. Also die alle Vorteile sozusagen, ironisch, ja, dass jemand, der ist nicht jüdisch, unrein, nicht beschnitten. Also, sie nehmen mich mit ihm schlafen, das ist in Ordnung? Rhetorische Frage. Mhm. Ja? Also, das ist die große Schande, was sie meinen. Dass ich stehe nackt, es ist schon egal. Ich einfach stehe nackt. Dort, ich soll schlafen mit ihm, es ist der schlimmste Fall. Ja? So hat sie gesagt. Und sie bringen mich mit ihm schlafen? Freiwillig? Also das ist eine natürlich, das ist eine Kritik, ja, dass diese Frau angerichtet auf alle, auf die ganze Volk. Deswegen sie steht nackt vor ganzem Volk. Wie kann man akzeptieren diese Situation? Ja? Als hat Juda und seine Brüder und Freunde, die hören so. Dann haben sie verstanden, sie hat recht. Also sie töten sie nicht. Diese Mädchen, die Tochter von Hohepriest, sie haben beschlossen, diese Hegemon, diese Bischof, ihm töten und nicht sie, nicht die Braut. Okay, gleich haben sie gekleidet, die Braut, in noch bessere Kleidung, Labush Malchut, die königreiche Kleidung. Mhm. Königreiche Kleidung im Esterbuch, das ist violett, die Farbe. Purpur, ja, also eine sehr, sehr besondere Farbe, sehr, sehr teure, ja, Körper. Ja. Also, und sie haben ganze königreiche Zeremonie für die Braut gemacht und bringen sie zum Bischofshaus mit viel Musik und Orchester und so weiter und so fort. Und springen und tanzen.
Es ist ein Spiel, Sie verstehen. Ja? Es ist eine. Sie bedecken die Meinung im Töten, die Bischof. Ja? Also sie spielen alles wie immer. Und als hat der Bischof hat gehört, sagte zu seinen Ministern und die Sklaven: Schauen Sie, wie die Juden mich ehren. Weil ich muss jetzt mit einer Braut schlafen und sie ist Nachkommen von der Aaron, der Kohen, Aaron, der hohe Priester. Also sie ist diese Braut, nicht einfache Braut, nicht arme Braut. Sie ist eine aristokratische Braut, das jüdische Aristokratie. Ja, Kohanim, die Priester, hohe Priester. Und schauen Sie, wie sind Sie, die Juden, froh meine Wille erfüllen. Das hat er gedacht. Das war genau das Spiel. Und sie bekommen den ganzen Respekt, die Juden. Also, und hat Befehl gesagt, alle Leute raus, seine Minister raus, seine Sklaven, alle raus, mitgebracht drin ins Palast. Judah Makkabäer und seine Freunde mit seiner Schwester. Also das, diese Midrash jetzt geht weiter, sagt gleichzeitig, es ist interessant, von einer Seite, sie war Tochter von Hohepriester Yohanan, also sie ist Nachkommen von Aaron HaKohen. Von der anderen Seite, sie ist auch Schwester von Judah, dem Makkabäer. Okay, es ist logisch, weil sie waren auch Kohanim. Sie waren auch Hohepriester. Okay, also von zwei Seiten. Sie ist auch Verwandte, die Tochter von Hohepriester, auch Verwandte von Judah dem Makkabäer. Und als er allein der Bischof geblieben, sie haben seinen Kopf geschnitten und danach seine Ministerin und Sklaven getötet. Und so hatte dem Chanukkale Krieg einzufangen und beenden den ganzen Krieg. Also das ist die, einfach die Chanukkale Krieg nach dieser Geschichte. Als die König Griechen hat gehört, dass sie Israel hat seinen Bischof getötet, also dass dieser König, der vermutlich Antiochus IV., er sitzt in Damaskus, ja, nicht in Israel, ja. Dieser Bischof, er ist sein Gouverneur, ja? Wie Pontius Pilatus, ja, in römischer Zeit, ja, als eine, wie sagt man, Repräsentant von der zentralen Regierung, sozusagen, ja. Also jetzt ist es echte König, der sitzt in Damaskus. Also, als hat der König, echte König, gehört, dass die Juden haben seine Repräsentant getötet, hat gesammelt seinem Volk und seinem Militär, und kommt zu Jerusalem und wird alle Mazar und hat gekreuzt die Jerusalem, ja? Gekreuzt im Staat. Was ist die Systeme? Gekreuzt in dem Staat. Okay, es ist einfach. Hunger, ja? Bringen Hunger, ja? Und das war's. Dass die Römer mit Ende des zweiten Tempels die gleiche gemacht, ja? Und sogar Römer hatten noch ein System. Sie hatten eine Wand wie Berliner Mauer gemacht. Ja? Mhm. Als Perimeter dem Staat, ja? Dass niemand kann flüchten. Ja? Und die Römer hatten immer, auch in Jerusalem, Ende des 2. Tempels, haben diese äußere Mauer immer gemacht. Und dann, ja, dann ist es fast kaputt. Okay. Und die Juden hatten große Fürst. Und dort, in dem Stadt, in Jerusalem, war eine Witwe. Passen Sie auf, die Tochter von Johannan, der hohe Priester, war keine Jüdin. Ich habe das schon entdeckt. Ja? Wie sogar wissen Sie keinen Namen. Sie kennen nur diese Tochter, nur Bezeichnungen, sie ist die Schwester von Judah dem Makkabäer, sie ist Tochter von Johannan, aber sie ist kein Jude. Sie ist kein Jude. Dort in dem Staat war eine Witwe,
und Judith ihren Namen. Jetzt kommt, das war die Serie 1, jetzt ist Serie 2. Zweiter Teil von der Geschichte. Also es ist schon länger, ja. Okay, sie war Judith und Witwe. Und sie hat seine Sklaverin genommen und hat raus von Jerusalem gegangen zum Wachen. Und sagte sie, die Frau zum Wachen, öffnen Sie bitte und lassen Sie mich ausgehen. Vielleicht, die liebe Gott, wird eine Wunde durch mich geschafft. Ganz, ganz interessante Definition. Öffnen Sie mich die Türe. Vielleicht, die liebe Gott, macht eine Wunde durch mich. Vielleicht. Sie ist nicht sicher. Und sie haben geöffnet und hat rausgegangen und hat gegangen bis der König. Hat er die Frau gefragt, was willst du? Hat sie gesagt, mein Herr, ich bin die Tochter von den großen Leuten Israels. Und meine Brüder sind Propheten. Und ich habe gehört mal, dass sie haben Prophezeiungen bekommen, dass morgen Jerusalem fällt zu deinen Händen. Mhm. Kennen Sie die Propheten heute in christlichen Sekten? Mhm. Ja. Das ist ganz, ganz bekannt. Das heißt, er war in protestantischen Sekten. Ja? Beim Protestanten gibt es viele, viele Funktionen. Und einer ist ein Prophet, jemand, der stand, sagt so und so. Ja? Eine Funktion. Okay, ist es komisch oder nicht komisch, die Leute glauben, glauben nicht. Ich kenne die Geschichten, dass die Leute echt sprechen, die Sprachen, das können sie nicht normalerweise. Ja? Es ist passiert. Also es ist ganz, ganz problematische, psychologisch-psychiatrische Phänomen, muss ich sagen. Ist es nicht dann deutlich, dass es alles Blödsinn ist. Aber natürlich sind nicht echte Propheten. Es ist auch, muss man echt so sagen. Ja? Also es ist ein Phänomen, da gibt es nichts beim Katholiken, da gibt es nichts beim Pravoslawien und Ostorthodoxischen Kirche. Es ist sehr, sehr bekannt heutzutage bei vielen protestantischen Sekten und Anrichtungen. Ja? Also die Leute, die sind in einigen Gemeinden, die sind Propheten. Okay, und sie sagt, ich bin die Schwester von Propheten. Aber nicht diese protestantische, echte Propheten. Also natürlich, die Frau spielt. Verstehen wir, ja? Mhm. Okay. Als hat er gehört, der König, die Botschaft und die Prophezeiung, dass Jerusalem morgen fällt zu seinen Händen, hat die große Freude gefreut. Und hatte er, der König, einen Berater, jemand, der hat auf die Sterne gesehen. Wir konnten sagen, ein Astrolog. Ja? Jemand, der nach Sternen sieht. Ja? Er hatte einen Astrolog und sagte er, der Astrolog, ich sehe, dass Israels machen Tshuva, kommen zum Rückkehr, kommen zum Beste, kommen zurück zum Torah und du kannst nicht sie besiegen, die Juden. Also sein Astrolog sagte ganz umgekehrt. Mhm. Juden machen Rückkehr Tshuva, kommen zurück zum Gott und Torah, deswegen sind sie stark, du hast keine Macht über Juden. Kein Erfolg. Deswegen du sollst zurück zum seinen Platz gehen. Nach Damaskus, zurück, ja? Okay. Und der König war ganz, ganz verärgert über diesen Berater, diesen Astrolog, und hat Befehl ihm im Gefängnis gelassen und sagte, morgen, als ich besiege den Jerusalem, hängen ihn auf dem Baum. Ah, wunderbar. Der König ist recht. Kann jeder hingerichten, ja? Schon. Also, und wiederholt der König morgen, als Jerusalem fällt zu unseren Händen,
Totendream, den Berater, der Astrolog. Und der König hat sehr geglaubt zum Judith und hat gefallen im Liebe. Zu dieser Frau. Passen Sie auf. Auf erste Geschichte, es war die Judith, war sehr, sehr schön. Ob diese Judith, die Witwe, wissen wir überhaupt nicht. Ob schon ist sie, ob nicht, keine Ahnung. Wir wissen nur drei Dinge. Sie ist Witwe, sie hat eine Sklaverin und das war's. Und sie hofft zu meinem Wunder. Ja? Aber keine Geschichten, wie schon ist sie und überhaupt nichts. Aber die König fällt in Liebe zum Judith und sagte sie, willst du verheiratet mit mich? Okay, muss man verstehen, verheiratet mit König Dan und heute sind zwei unterschiedliche Geschichten, sagt man immer besser. Ja? Das heißt, die König, es ist nicht seine erste und einzige Frau. Es kann sein, König hat schon 100 Frauen, ja? Und sie ist 101, ja? Doch, es ist eine Statut, eine Frau dem König. Aber sie ist nicht nur einzelne Königin, verstehen wir uns? Ja? Das ist klasse. Das ist nicht genau östliche Harem sozusagen, aber doch, es ist eine Statut, eine Aristokratie, aber deswegen, das war Hauptfrau, Hauptkönigin. Kennen Sie die Definition? Mhm. Die erste Frau sozusagen. Also, die ist völlig Königin im unseren Sinn. Also, es ist wie genau viele Bürgermeisterin und eine Oberbürgermeisterin. Das ist viele Frauen und eine Oberfrau sozusagen. Also, aber doch, er sagt: Willst du mit mir verheiraten? Sagte sie Judith: Mein Herr, der König. Ich bekomme nicht sogar ein Sklave von dich verheiraten. Also ich bin ganz niedrig, ja, sie zurückhalten. Ja. Aber als dein Herz will dies, dann gut, dann machen wir so. Dann kündigst du in die ganze Lager, die militärische Lager, dass als sie sehen, zwei Frauen gehen zum Wasser, Quelle, machen Sie keine Schande mit den Frauen. Kein Vergewaltigung, ja? Weil die Frauen im militärischen Lager, weil ich muss gehen dort und reinigen sich. Was macht sie? Was macht Judith? Sie geht zum Mikro, verstehen Sie das? Ja. Geh zum Mikro. Also, das heißt, sie hat dann verstanden, mit diesem König verheiraten und vor dem Heirat jede jüdische Frau und heutzutage, ich habe auch eine hethitische Frau. Ich habe euch gesagt, ich mal habe nach Moldau geflogen, eine Hochzeit gemacht für zwei Junge. Und die Frau jetzt, eine junge Frau, geht zum Mikro. Als nicht jüdische Frau, als Bad Noach. Dort, der Heilige Mikve, einmal in den Monat. Das darf man. Das, da verpflichtet man nicht, aber darf man, wenn er will. Ja? Also freiwillig. Also in kurz, das ist die jüdische Familienreihengesetz. Ja, zum Mikve gehen. Die Frau geht zum Mikve, bevor sie mit Mann zusammen ist. Ja, also Judith geht zum Mikve. Ja, das Mikve kann sein, also gebildete Mikve oder eine Meer. Ja, eine Wasserquelle. Sie geht zu meiner Wasserquelle. Gut. Und gleich, es wurde laut angekündigt, da dann, in der heiligen Zeit, wurden keine Mikrofone, das wurden physische Leute, die hatten starke Stimme und die sagten, oh, kennen Sie? Die lebendige Mikrofone sozusagen. Ja. Im Talmud steht sogar Name von solchen Leuten, die Rabbiner, unsere Weisen, unterrichten. Und es sitzen hunderte, tausende Leute. Die Leute hören nicht am Ende der Sache. Und dann gibt es jemanden mit Urgeman, Übersetzer, der macht laut Stimme. Also das lebendige Mikrofon. Ganz, ganz einfach. Ja? Das heißt
wurde laut gesagt. Jemand mit passender Stimme, wie ein Mikro, hat angekündigt, dass die zwei Frauen gehen zum Wasserquelle. Niemand darf sie berühren, weil sie ist künftige Braut vom König. Gut. Also, und dann der König hat eine große Mahlessen gemacht. Hochzeit oder nicht? Mhm. Hochzeit. Muss man essen, trinken, schon. Und sie alle haben getrunken und getrunken geworden. Okay, das ist klarer Wein, männlicher Wein, nicht Frauenwein. 40%. Echte, echte Spirituose. Gut. Und dann jeder hat zum seine Zelt gegangen, die Militär, die Männer. Und hat diese Judith gegangen, hat sein Schwert genommen, das ist die gleiche Version, der erste, sein Schwert genommen und hat seinen Kopf in den Kopf geschneidet und hat seine Kleidung gelassen und bedecken ihn. Das heißt, sieht man nicht, dass er ohne Kopf ist. Quasi bedeckt und quasi er schläft. Ja? Hat ihn bedeckt mit einer Kleidung. Und hat den Kopf genommen und zurück zu Jerusalem gegangen und sagte, öffnen Sie bitte mich die Türe, weil schon der liebe Gott hat Wunder durch mich gemacht. Also jetzt ist es nicht vielleicht, jetzt ist es Behauptung. Der liebe Gott hat durch mich Wunder gemacht. Sagten zu sie die Wachen, noch nicht genug, dass hast du Sünden geschafft und hast die Hure geworden. Sie verstehen, was sie geschafft hat. Sie hat zum Feind Frau zu Männern gegangen. Sie begriffen das ganz direkt. Ja? Es ist nicht genug, dass du hast Sünde geschafft und Hure geworden und doch du kommst und belügt uns. Ja, sie glauben sie nicht, ja, auf keinen Fall, und halten sie als eine Sünderin und Hure. Gleich hat sie den Kopf dem König angezeigt. Das ist die Bild, vielleicht, die Male. Als sie haben gesehen den Kopf, haben sie die Türe geöffnet und haben die große Stimme gesagt, Schmeiße Hashem Elokeinu Hashem Echad. Also, sie haben verstanden, doch, es ist ein Wunder, sie hat recht. Die Gott hat durch sie, diese Frau, diese Judith, hat ein Wunder geschafft. Als haben so die Griechen gehört, die laute Stimmen, ja, und Ruhe, haben sie gesagt, Juden kommen raus von Jerusalem gegen uns. Und, okay, muss man kriegen gegen Juden. Haben zum Zelt gegangen und haben gefunden, sie ohne Kopf. Und dann plötzlich die große Fürst aufgefallen auf sie, auf diese Soldaten, und haben die ganze Armee zurückgeflohen. Und die Juden haben nach diese Armee gerannt und gekriegen mit sie, und viele, viele wurden gemordet von Griechen. So hat, liebe Gott, die Wunder gemacht mit unseren Feinden und die Leute, die hassen uns. Und Gott will auch jetzt unsere Lösung mitbringen, wie steht Walizion Goel. Das ist ein Zitat vom Psalmen. Also das ist die Ende der Geschichte. Das Midrash sagt, wie dann wurde ein Wunder geschafft. Dann, liebe Gott, auch nähert unsere Erlösung jetzt. Ein interessantes Ende. Okay, das ist die zwei Versionen von diesem Buch, Judith.
wieder, es ist die jüdische zwei Versionen, nicht christliche. Gut? Also gibt es noch mal viel Aussagen. Wir gehen mit diesem Unterricht noch weiter, nächstes Mal auch. Judith-Buch, Frauen in Chanukka, es ist nur einfach. nur Anfang, nur den Start. Ja, also interessant mich, Eva, was die Christen schreiben in seiner Version über die christliche Geschichte. Da muss ich das Buch nochmal durchlesen. Das mache ich bis zum nächsten Mal. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass es in meinen katholischen Bibeln drin ist. Ich kenne auch die Geschichte wegen so Holofernes und geköpft, aber das spielt jetzt eigentlich in der katholischen Kirche auch keine große Rolle. Ja, es ist beim protestantischen Bibel, ja. In der protestantischen Bibel ist es gar nicht drin. Ist gar nicht drin. Beim russisch-orthodoxen, dieses Buch gilt als nicht heiliges Buch, als ein nicht kanonisches Buch. Mhm. Also es ist etwa dazwischen, zwischen heiliges Buch und Apokryph. Etwa in der Mitte. Mhm. Beim russisch-orthodoxen Kirche, dieses Buch ist sehr, sehr bekannt. Mhm. Nicht als heilig, sondern als wichtig. Also, Sie lesen über die katholische Version. Sorry, können Sie bitte finden die Version von diesem Buch und schicken zu uns? Dieses Judith-Buch. Auch eine christliche Version. Auch wird gut. Ich suche danach, und dann würde ich es schicken. Ja, ja, danke. Mhm. Danke schon. Vielleicht interessant, vergleichen eine katholische Version und eine jüdische Apokryph. Es wird interessant. Also das können wir alle Hausarbeiten lesen bis nächste Woche. Ja. Ich lese auch, mich ist auch interessant. Ich bin auch nicht so stark. Also wieder, wir gehen weiter. Es gibt viele, viele Konsequenzen. Es ist nicht umsonst, dass wir lesen diese Geschichten. Ja? Also danke schon. Für euch. Nächste Woche ist die gleiche, bin auf gleichem Platz, plus minus gleiche Zeit und ich melde mich, vielleicht nicht um 20 Uhr, aber wir schaffen das auch nächste Woche. Ja? Ja. Okay, danke. Ich bedanke wieder für alle Spenden und wir sehen uns. Wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute, schönen Abend. Alles gut, ja. Ciao. Shalom.